Ich mach jetzt mal einen Angriff ernst. Oh! das war sehr ernst. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Und zwar heute England gegen Deutschland. Ja, ich denke mal, das wird eine enge Kiste für Deutschland. Hoffe ich mal. So, und ich spiele hier die Deutschen. Und England spielt hier Kev. Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Ja, zum neuen Orakel meinst du? Ja, ist doch ein Video. Also ich bin mal gespannt, wie Deutschland spielen wird gegen England. Ich weiß gar nicht, was ich da tippen soll. Ja. Also 0-0 bis Ende des Spiels und dann Elfmeterschießen. Das sind nämlich die Engländer scheiße. Also ich sag, es geht ins 1-1, also 1-1 und dann Elfmeterschießen. Okay. Und da hauen wir sie dann weg. Ja, hoffentlich. Ja, ich hoffe nicht, dass es 0-0 ausgeht. Also bis... Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Also, ja, wir kriegen doch eh wieder ein Gegentor. Ich denke mal auch, dass irgendwie 1-1 oder 2-2 und dann nachher Verlängerung. Dann bleibt es dann auch noch 2-2. Und dann Elfmeterschießen. Boah, ja. Kimi stark, Alter. Komm, jetzt macht Ken das Kopfballtor. Ah, jetzt spielt er gegen Befana Puffer. Ja, stimmt. Kannst du in der Lobby überhaupt drehen? Natürlich. Ja. Warum gehen die nicht einfach in ONR, Alter? So. Stimmt. Oder ich mache noch einen Kanal mit Aufnahme 2 oder so. Ja. Alter, der steht einfach zu gut. Ich weiß gar nicht, wem ich dazu spielen soll. Oh. Das war verkehrt. Nein, da doch nicht hin. Och, Süle, was machst du denn? Kane ist eh zu langsam. Ich... Oh, du spielst groß mit seinem 52 Tempo. Oh, ey. Wieso geht denn der... Warum kann der einfach da reingehen? Wer ist der Kinnider? Keine Ahnung. Na, ich rede hier über dem Dings und wir spielen ja Orakel. Stark! Dass du mehr da machst als aus Dings. Ja, komm, ich soll so langsam vielleicht mal aufs Tor schießen, oder? Ah, hast du. Wer das gewährt oder. Hast du es noch gar nicht gemacht? Nee. Jetzt aber. Stark, neuer. Stefan ist ein Brand in der Nationalelf. Weiß ich nicht. Die ganze Zeit schon. Hab noch nicht gespielt. Oh, der war aber. Kann ich glaube ich weiterschießen für dich, ne? Oh, was soll denn das? Hä, ich hab nichts gedrückt. Ah, leider gibt's hier keinen Musiala. Da hätte ich das Team umstellen müssen. Ich hätte gerne mit Musiala. Brandgefährlich, Alter. OP-Turnier war da nicht dabei und da war für aber Musiala dabei. Hä? Merkwürdig. Kimmich, was machst du? Nein! Doch.
Wo spielst du denn hin? Bist du behindert? Und Kay. Alter, jetzt sind vier da oben. Was macht denn Yoshi? Ich glaube, die nehmen da noch gar nicht auf. Weil da kann ja jeder rein. Ich zähle dann gleich mal runter. Ja, wir nehmen ja gerade auf, du geile Mord. Ja, ich weiß, deswegen ja gleich. Oh. Hä? Wo spielt der? Oh, ich krieg die Krise. Mann, warum schieße ich nicht einfach aufs Tor? Weiß ich nicht, warum du das nicht machst. Ich mach jetzt mal einen Angriff ernst. Oh! das war sehr ernst. Den nächsten Angriff mache ich ernst. Okay. Mit Ernst kommt er dann. Ey, was ein schlechter Schuss. Oh oh. Jawohl, Schnubbel. Oh. Sehr schön. Hey, wen spielst du im Sturm? Spielst du überhaupt Werner? Nee. Den hab ich extra rausgemacht. Oh nein, Züle. Wieso ist Sedge schon langsamer als Sülebambüle? Weiß ich auch nicht. Irgendwie unrealistisch. Jawohl. Ja, ey, nein! Ja! Nein! Weil ich jetzt gesagt habe, ich mache beim nächsten Angriff ernst, komme ich nicht mehr nach vorne, ey. Hui, 0-0. Aber auch nur, weil hier Kevin nicht getroffen hat. Weil ich nur einen Torschuss gemacht habe. Oh, doch nicht. 6. 6. Er ist ja fast das gleiche. So. Ja, komm, ich mache jetzt mal ernst und schieß eh wieder daneben. Wen könnte ich denn da noch einwechseln, oder? Sané? Oh, was kann denn Sané spielen? LM. Da mache ich einfach den hier hin. Den. So. Gündogan. Gündogan ist schlechter wie Goretzka. Ne. Okay, dann geht's weiter. Zack. So, ich hoffe, Sané bringt jetzt hier was. Sonst wird er abgestoßen. Man kann ja nichts abstoßen, ja, aber egal. Leider. Jetzt steht er hinten rum. Der Mann will ins Elfmeter schießen. Ja, irgendwie muss man es ja realistisch machen. Ich weiß gar nicht, ob es das Freundschaftsspiel überhaupt Elfmeterschießen gibt. Oh, Eckball. Oh, ey. Ecken sind Gift. Hey, wo spielst du hin? Wo spielst du hin? Nein, wo rennt Sancho hin? Sancho. Sancho. Okay, gib mir den Ball. Oh, oh. Ja. Eckball, oder? Ja. Nee. Geil. Ich dachte, ich hätte dich angeschossen. Hab ich auch gedacht. Oh oh. Oh, oh. Aber der war ganz klar daneben. Hat man zwar nicht so gesehen, aber. Okay. Oh. Der war kacke, der Pass. Oh oh. Ah ah. Sancho. Ah. Wo war denn die Abwehr wieder? Die haben sich einen Donut geholt. Ich glaube auch, die waren irgendwie Döner kaufen. War gerade im Rabatt. Okay, England führt hier. Das wird ein enges Ding jetzt.
hoffe mal nicht, dass das so im echten Leben passiert. Ja, ich hoffe es auch nicht. Also ich hoffe schon, dass Deutschland weiterkommt, aber das richtig glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Alter, guck dir das mal an, die Abwehr ist so langsam. Gegen Sancho. Oh, Neuer patzt hier. Mann! Jetzt wäre England auf jeden Fall weiter. Ja. Vor allem auch wie gegen Ungarn. Ja. Zwei innerhalb von 5 Minuten. Lauer. Dass es da der Treffer von Deutschland war und dann im Prinzip mit dem Anstoß das Gegentreffer, der Gegentreffer. Nein! Oh! 2-1. Sehr gut! Ja. Und wer war es? Sané. Ach du Scheiße. Wie, der trifft? Er trifft mal. Ja, besser wie Werner, Alter. Werner braucht immer einen Navi. Aber hat er nie dabei, das ist das Problem. Ja, vergisst er immer. Vergisst er immer eine Eckfahne. Ja, abseits wichtig. Wichtig. Warum ist denn Sané überhaupt links? Ich habe den noch rechts gestellt. Gut, ich glaube, der macht, was er will. Oh, der war kacke. Ah, wie er da jetzt versucht hat, mit Kreis zu spielen. Ja. Hätte es noch ein bisschen laufen können. Ja. Stimmt. Oh! Oh, weg. Nein! Oh nein, Sancho! Oh nein, Leroy ist ja näher als Verteidiger. Und Sterling als Stürmer. Oh! Der macht aber. Oh! Bitter, bitter, bitter. Das war schlecht verteidigt hier von den Deutschen. Boah, dieser Jubel, Alter. Ist ja furchtbar. Ja. Ich drücke einfach nur die ganze Zeit Kreis zum Jubeln. Weil dann macht er irgendwelche zufälligen Jubel. Achso. Ich mach das gar nicht. Ich jubel ja kaum. Oh! Oh, der war gut. Nein, Abseits! Jawohl! Schade. Jawohl. Der war so schön. Ach, die Abwehr ist doch so mies, Alter. Oh. Jetzt macht er hier wieder einer auf Arroganz, Alter. So unrealistisch. Ja, ihr müsst das nicht so ernst nehmen hier, Kev und gegen mich hier. Ist alles nur ein bisschen... Witzig. Witzig, genau. Witzig. Weil wir wissen ja alle, dass das Spiel nie so ausgehen wird. Ach, wo bleibt Sané? Sané, Sané! Ah! Sané ist wohl überall hier. Als Verteidiger, als Stürmer, im Mittelfeld. Guck dir das mal an hier, meine Abwehr, so langsam. Oh je. Nein! Ja! Ach man. Ah, kannst ja nicht alles hier verwerten. Nicht? Oh. Nein, Telefon. Geht jetzt nicht. Wie man es im Hintergrund hört.
wegdrücken. Jetzt klingelt es da hinten, ne? So, ignoriert das. Ich kann das ja nicht beeinflussen, ob es jetzt das Telefon klingelt oder nicht. Das Telefon kriegt ein Dislike. Ich kann ja nicht einfach den Stecker ziehen, dann habe ich kein WLAN. So, wir haben es gleich. England gewinnt hier souverän. Vielleicht noch mit einem 4-2. Vielleicht. Wenn einer mal mitgehen würde von mir hier. Ah. Was war da? Der pfeift während dem... Ich fass es nicht. Während dem Angriff pfeift er ab, die Sau hier. Ja, also hier 4-1. Natürlich wird das, glaube ich, nicht so ausgehen. Nein, glaube ich auch nicht. Also, ich hoffe auch nicht, dass es ins Elfmeterschießen geht. Aber, ja. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, dieses Orakel. Lasst ein Abo und ein Like bei Kev da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.